Herzlich willkommen zu diesem Video und vielen Dank fürs Einschalten. Ich zeige euch heute, wie man die Senseo Viva Kaffee entkalkt. Dafür brauchen wir 2 bis 4 Entkalkungstabletten, je nachdem wie stark eure Senseo verkalkt ist. Einen Behälter, wo ungefähr 1 Liter Wasser reinpasst zum Auflösen der Entkalkungstabletten. Einen Auffangbehälter für die Entkalkungsflüssigkeit. Der erste Schritt ist, eine Entkalkungstablette in ca. 800 bis 900 ml Wasser aufzulösen. In der Herstellerbedienungsanleitung steht, dass die Tablette in 1 Liter Wasser aufgelöst werden soll, aber dieser Wassertank würde überlaufen, wenn ich 1 Liter hineingebe. Ich habe es genau abgemessen und es passen maximal 900 ml rein, deswegen habe ich hier auch 900 ml. In den Behälter mit der Reinigungstablette und löse die dort drin auf. Das funktioniert. Es sind 2 Entkalkungsdurchläufe und 2 Spülvorgänge und jetzt warten wir, bis die Tablette sich aufgelöst hat. Okay, noch ein paar Hinweise. Auf jeden Fall entkalken solltet ihr das Gerät, wenn während des Betriebs diese Leuchte hier aufleuchtet. Gut, das hat ungefähr 4 Minuten gedauert, 3-4 Minuten, bis sich die Entkalkungstablette vollständig aufgelöst hat. Wichtig ist, dass ihr Entkalkungstabletten nehmt auf Zitronensäurebasis. Das ist bei diesen Pebert-Reinigungstabletten, Entkalkungstabletten der Fall. Unter dem Video findet ihr einen Link entsprechend zu dem Produkt. Ich gebe jetzt die Entkalkungsflüssigkeit hier in diesen Wassertank. Setze den dann wieder ins Gerät ein. Jetzt benötigt ihr noch den PET-Halter für eine Tasse, der hier ein Symbol hat, wo eine Tasse abgebildet ist und ein PET. Dann müssen wir hier einen gebrauchten PET reinlegen, damit die Kalkrückstände gefiltert werden können. Schließen, Gerät einschalten. Jetzt heizt sich das Gerät auf. Man sieht es an der blinkenden Powerleuchte. Ich warte jetzt, bis die Powerleuchte durchgehend rot leuchtet. Währenddessen stelle ich den Auffangbehälter unter dem Kaffeeauslauf. Okay, das Gerät ist aufgeheizt. Ich drücke jetzt die Taste für eine Tasse und die Taste für 2 Tassen gleichzeitig. Einmal kurz. Jetzt beginnt das Gerät die Entkalkungslösung mit ungefähr 3 Pausen komplett durchlaufen zu lassen. Während des Entkalkungsvorgangs kann man sehen, leuchtet hier auch beziehungsweise blinkt die Kalkleuchte und die Powerleuchte gleichzeitig. Gut, während der erste Entkalkungsdurchgang läuft, fülle ich diesen Behälter erneut mit 900 ml Wasser und gebe dann diese Tablette rein. Der erste Entkalkungsvorgang ist durchgelaufen. Ihr seht es daran, dass diese Powerleuchte schnell blinkt. Das bedeutet auch gleichzeitig, dass der Wassertank leer ist. Ich warte jetzt also, bis die Tablette sich aufgelöst hat und währenddessen kann ich diesen Behälter einmal leeren. Ich fülle dann die neue Entkalkungslösung in den Behälter, setze den Tank wieder ein. Jetzt warte ich wieder, bis die Powerleuchte durchgehend rot leuchtet. Die Powerleuchte leuchtet jetzt rot durchgehend und der Entkalkungsvorgang ist auch so lange nicht abgeschlossen, bis die Entkalkungsleuchte nicht komplett erloschen ist. Also um jetzt den zweiten Vorgang durchlaufen zu lassen, die zweite Lösung, drücke ich jetzt wieder beide Tasten gleichzeitig. Auch jetzt warte ich wieder, bis der Wassertank leer ist und diese Powerleuchte schnell blinkt. Gut, der zweite Entkalkungsvorgang ist auch durchgelaufen. Die Powerleuchte blinkt wieder ganz hektisch. Ich leere also diesen Behälter aus, spüle diesen Wassertank einmal komplett und fülle ihn neu mit frischem Wasser. Den Tank mit frischem Wasser hinten einsetzt. Die Entkalkungsphase ist übrigens abgeschlossen. Jetzt muss das Ganze nur noch einmal durchgespült werden und zwar auch 2-mal. Ich stelle dann den Behälter wieder unter den Kaffeeauslauf. Warte auch jetzt wieder, bis diese Powerleuchte durchgehend rot leuchtet. Und das ist jetzt der Fall. Ich drücke dann wieder beide Tasten gleichzeitig. Okay, der dritte Vorgang ist auch soweit abgeschlossen. Ich entleere dann jetzt wieder den Behälter und fülle den Wassertank ein letztes Mal mit frischem Wasser. Der volle Wassertank wird wieder eingesetzt. Abtropfbehälter unter den Kaffeeauslauf stellen. Jetzt warte ich ein letztes Mal, bis das Gerät aufgeheizt ist.
Okay, das Gerät ist aufgeheizt. Drücke dann wieder beide Knöpfe. Gut, der vierte Durchgang ist soweit abgeschlossen. Jetzt bei dem zweiten Spülvorgang sind auch dann die Lichter ausgegangen. Das bedeutet, der Wassertank ist leer und der Entkalkungsvorgang ist abgeschlossen. Wassertank neu füllen, ganz normal starten und das war's. Es kann sein, dass ihr das Gerät nochmal entkalken müsst oder eine Tablette mehr jeweils nehmen müsst, wenn es halt sehr stark verkalkt ist. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich auf einen Daumen hoch und falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr den Kanal gerne abonnieren und zwar hier. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.